Hallo ihr Lieben, hier ist die Simone und ich hatte heute Morgen ein so spannendes Gespräch und denke mir so, oh wow, das geht bestimmt so vielen so. Ach, so diese süßen Bewertungen, die wir haben und schau mal, wie oft vergleichst du dich mit anderen, wo du merkst, ja, alle anderen machen Pam, Pam, Pam. Und wie oft bist du jemand, der auch Fragen stellt und der auch dem folgt, was er weiß und es macht nicht Pam, Pam, Pam. Und dann habe ich die Dame heute Morgen gefragt, aber schau mal, was ist das? Jetzt kommt hier eine Kindergruppe vorbei. Was ist das, was du weißt, das nicht solide ist, das Space ist? Was ist das, was jeder Einzelne von euch kreiert? Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Was ist das, was jeder Einzelne von euch kreiert, das viel mehr Raum hat, das nicht solide ist, das nicht physisch ist, das nicht morgen da ist, sondern ne, das vielleicht... Ich warte mal einen Moment, das ist laut. Eine ganze Gruppe Kinder steht hier vorbei. Na, so was erkennst du nicht an, was du kreierst? Was hast du noch nicht anerkannt, wonach du fragst? Und wie sehr bewertest du dich dafür, dass du eben nicht so die Dinge machst, wie andere es tun? So, es versuchen lustige Menschen in mein Facebook Live reinzukommen. So, ich möchte euch einladen zu schauen, wow, wonach fragst du, was vielleicht so viel mehr Raum ist, so viel mehr Space ist, so nicht solide und trotzdem etwas, was die ganze Welt verändert. So, was sind deine Fragen, die so viel größer sind, die so viel mehr Raum und Energie haben? Und was du nur darauf vertraust, alles, wonach du fragst, bekommst du auch, wenn du nicht vorher schon mit den Bewertungen das kaputt machst. So, dazu möchte ich euch einladen. Was ist das, was jeder Einzelne von euch weiß? Und ich weiß, es gibt hier ganz viele Leute, die meine Videos schauen, die haben einfach ein riesen Gewahrsein. Du nimmst alles wahr, was in der Welt der anderen stattfindet. Wie oft erkennst du es an? Und wie oft machst du dich reaktiv dazu oder glaubst sogar noch, oh, das ist alles meins, ich muss, oh Gott, und ne, schau mal die Dinge, die sich in deiner Welt nicht verändern, schau mal, ist das wirklich deins oder nimmst du es einfach wahr? So, ne, Dinge, die du wahrnimmst, die nicht deine sind, kannst du nicht verändern und jetzt schau mal in deiner Welt, was verändert sich da alles nicht? Ja, wenn es nicht dir gehört, kann sich's nicht verändern. So, was nimmst du wahr, was du nicht anerkennst? So, und ich habe mir gedacht, hey, wow, so, ich spreche ja gern zu den Leuten, die Freaks sind, die einfach eine Mega-Gewahrsein haben und es aber nicht anerkennen. Ne? So, was ist für dich möglich, dass du deine PS auf die Straße bringst? Hast du die Nase voll von dem Rumgeeier und von immer zu schauen, wie machen es die anderen, dich zu bewerten, sondern einfach, hey, what the fuck? Ich möchte euch einladen zu schauen, was weißt du? Was kannst du hinzufügen? Was ist hier noch alles möglich? Die Magitte schreibt, das habe ich heute Morgen gedacht, dass ich nicht weiß, was schon ist und es nur jetzt noch nicht da ist. Allerdings, wie ansteht, damit ich es jetzt sehen kann. Und schau mal, und das hat der Dane gestern so wunderbar in seinem Call gesagt, wie oft glauben wir, dass wir Dinge sehen müssen? Was, wenn ihr es nicht sehen müsst? Was, wenn ihr es spüren könnt, die Energie wahrnehmen könnt, mit der Sache, die ihr kreieren möchtet, energetisch einfach in einer Interaktion seid, in einem Engagement, sagt man auf Englisch, da gibt es immer keine schönen deutschen Wörter davor. In diesem Gifting and Receiving mit den Dingen, die ihr kreieren möchtet, auch wenn die vielleicht erst in 100 Jahren sichtbar werden, wenn die vielleicht nie sichtbar werden. Ne, was, wenn du das alles drauf vertraust? Ja, da ist eine Energie, die mit mir kommuniziert, die ich nähere, mit der ich in Kommunikation bin. Und drauf zu vertrauen, auf das, was du weißt. So, wie oft gehst du von dem, was du weißt, weg, weil es einfach nicht mit dem übereinstimmt, was die ganzen Experten vor allem als richtig sagen? Wie viele Leute haben Antworten für dich und wie oft versuchst du dich zur Antwort zu kreieren, wo du die größte Frage bist, die das Universum je gesehen hat? So, wer von euch grinst jetzt und hat einen tiefen Seufzer gehabt? Ne? So, was ist wirklich wahr für dich, das so anders ist? Und das möchte ich euch einladen zu wählen. Ne? So, für mich geht es darum, Menschen zu ermächtigen, zu wissen, dass sie wissen. Das, was Access Consciousness als Tagline hat, ne? So dieses Empowerment. Es geht nicht darum, was ich weiß. Ne? Für mich ist immer die Frage, welche Frage kann ich euch stellen? Was kann ich für euch sein, um rauszukitzeln, was ihr wisst? Um das anzuerkennen, was für euch stimmig ist. Auch wenn ich das nicht zwingend für mich auch so leben muss oder auch als Wahrheit habe. Aber ne, zu gucken, wo geht denn der Raum auf? So. Und dazu möchte ich euch einladen. Und wir haben heute Abend einen Call, der nennt sich Deine PS auf die Straße bringen und ab nächste Woche Montag starten wir Energy Pulse, wo es darum geht, was du weißt. So, was kann ich für euch sein? Welche Fragen kann ich euch stellen? Welcher Raum kann ich euch eröffnen, damit ihr für euch entdecken könnt? Und ich sage das oft, es ist dein Leben. So, wenn du das nicht lebst, wer soll es leben?
Und ich bin mir sehr sicher, ganz viele Leute, die meine Videos schauen, die haben diesen größeren Space, dieses über diese Realität hinaus, was etwas, was viel größer ist als das, was die alle als Antwort liefern. So, was ist das, was du wahrnehmen kannst, was so viel größer ist, was dir niemand bestätigt, weil du vielleicht der Allererste bist, der deine Wahrnehmung zu hat, der da was weiß? Deine Fragen eröffnen das. Und wir haben das heute Morgen in dem Gespräch, ich bin so, so dankbar für dieses Gespräch. Es ist hier so laut, ich habe einen schlechten Platz ausgesucht. So, was ist das, was du weißt? Oh, ich hoffe, das geht. I'm sorry. So, eure Fragen, euer Wissen, eure Bereitschaft, eine Frage zu stellen, öffnet einen Raum, in dem jeder andere eintreten kann, ja? Und das ist der Unterschied zu so vielen anderen Modalitäten bei Access Consciousness. Gary Douglas, der Gründer von Access, und Dane hier, die haben nicht den Anspruch, die Gurus zu sein. Die sagen immer, hey, sie möchten Mitspieler haben, ne? So, wenn wir Fragen stellen, wenn wir in das Wissen eintauchen, wenn wir der Space sind, der wir sind, dann können andere auch mehr für sich entdecken, ja? So, und ich frage mich, wie viele von euch da draußen haben auch Zugang zu einem Wissen, haben auch ein Mega-Gewahrsein, das ihr aber nicht für wertvoll haltet, weil es einfach nicht mit dem übereinstimmt, was alle anderen als das Richtige sehen. So, was weißt du, was nicht solide ist, was so viel Raum ist, was eine andere Zukunft kreiert? Sagst du ja dazu unbeirrbar? So. Peinlich sein gibt's nicht. Habe ich peinlich gesagt? Schaut einfach mal. Was ist das, was du wahrnehmen kannst, was so viel größer ist? Ich weiß, es sind hier einige im Facebook Live dabei, wo ich weiß, ihr habt magische Fähigkeiten. Wie oft wählst du das nicht, weil kein anderer das noch wählt? Wo du denkst, oh mein Gott, die Leute halten mich für bekloppt, ja? Und schau auch mal, wo machst du Bewertungen größer? Oder wo glaubst du den Bewertungen mehr als deinen Fähigkeiten? Das Ding ist, Leute werden euch immer bewerten. Egal, was du wählst, ob du ein mini kleines Leben wählst oder ob du ein saugeiles Leben kreierst. Die Leute bewerten dich, weil die Leute bewerten. So. Die Frage ist, was macht dir mehr Spaß? In diesem Mini-Leben da rumzustecken und rum zu krebsen oder zu sagen, pff, geiles Leben, ja? Leute bewerten mich eh, dann ist doch gerade egal, was ich als mein Leben kreiere. So. Dazu möchte ich euch einladen. Was weiß jeder von euch da draußen und welcher Beitrag darf ich für euch sein? Ich würde mich mega freuen, wenn wir gemeinsam spielen, wenn du die Tür zu dem aufmachst, was für dich möglich ist, auch wenn das ganz, 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 ganz anders ist, als du es denken würdest. Und ja, heute Abend 19 Uhr, schau mal, wie können wir deine PS auf die Straße bringen, den ganzen, ne, die ganzen geht nicht weil es, ja, aber es aus dem Weg zu räumen. Was ist noch alles möglich? Coolio. Ihr Lieben, habt einen schönen Tag und ich freue mich auf später. Und wenn ihr Lust habt, nächste Woche Montag 8 Uhr, das macht ja schon wieder Krach. Nächste Woche Montag 8 Uhr starten wir mit den Energy Pulse. Was weißt du? Was weißt du über Business? Oh, warte mal. Was weißt du über Business? Was weißt du über Geld? Was weißt du über Körper? Was weißt du über Gesundheit? Was weißt du über Magie? Was wisst ihr? Wo ihr keine Fragen stellt, wenn man immer schon das geht nicht weil im Kopf hat. So. Lass es uns rauskitzeln und die Welt wirklich mit Bewusstsein rocken, anstatt mit den ganzen, das ist das Richtige und du musst es so machen, wie ich es dir sage. Ah, fuck you. Meine Antwort, du musst es so machen, wie ich es dir sage, meine Antwort ist das. Mach selber. Wir sind alle so unterschiedlich. Es gibt keine eine Wahrheit, sondern einfach, was weißt du, was für alle mehr kreiert? Ihr Lieben, habt einen schönen Tag und bis später. Ciao, ciao.